Ja, also das ist hier mein Haus, mein Honigreich, mein Honigland. Das kann man in keinem Buch nachlesen, das kann man nicht intellektuell lernen. Das muss man fühlen, wenn man es in die Nase nimmt und riecht und schmeckt. Angefangen habe ich mit den Bienen, als ich Papa wurde. Da hatte ich eine Ausbildung gemacht. Und ich muss respektieren, die Natur ist stärker. Und ich kann nicht gegen die Natur, sondern ich kann nur Hand in Hand mit der Natur. Keine Bedeutung, keinen Sinn mehr macht. Und so habe ich versucht, in diesem uralten Wissen und in dieser ganzen Berufserfahrung, die ich habe, einfach was völlig Neues, völlig Verrücktes, Wildes, Neues zu.